Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich hab eigentlich keinen Bock, das zu spielen. Mit mir, dem Dagi LP. Ja, wir haben letzte Folge leider ewig lange für ein Level gebraucht und sind immer noch dabei. Irgendwie kriegen wir kein Wappen. Also wir sehen zwar jede Menge, aber wir kriegen keins. Und dann kommen ja die ganze Zeit diese fetten Riesenbiene-Mayas und wollen uns ans Leder. Und irgendwie habe ich nur noch ein Leben und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich kein Leben mehr habe. Ist das Spiel dann vorbei? Wenn das Spiel vorbei ist, dann, ja Leute, war das das größte Fail-Let's Play auf meinem Kanal, aber irgendwie war das schon absehbar. Von daher bin ich gar nicht so traurig. Genau, und ich mache jetzt mal eben göttliche Kräfte, weil mir geht das hier auf den Sack. So, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Ein bisschen Feuerwerk, sehr schön, alles klar. Und geh kaputt jetzt, du. So. Oh mein Gott, wie viele kommen denn hier? Hä, wie kommen denn so viele? Das ist unmenschlich. Kaum sind die einen weg, kommen neue oder wie? Ja, nee, Leute, das ist irgendwie... Also anscheinend stehen wir hier voll im Spawnpunkt. Wir müssen irgendwie mal woanders hin. Geh kaputt. Ich muss diese Plattform rüberwälzen. Nein, nicht jawohl. So. Genau. Komm, Hermine, los. Und Harry, halt das Vieh fest. Halt das Vieh fest. Harry, du Esel. Mann. Harry, halt das Vieh jetzt auf. Ich muss das Ding runterziehen. Wenn ihr mir schon nicht dabei helfen wollt, dann ich rüste aus. Stirb jetzt, du Kackdrei. Los jetzt. Ja, knüpp dir Run vor. Das ist okay. Knabber ein bisschen an ihn rum. Das gefällt dem. Der steht da drauf. So, Ron ist tot. Hat er davon. Geh jetzt runter. Hey, sag mal, Plattform, bist du blöd? Oh, ich bin auch tot. Oh, oh, jetzt ist mein letztes Leben. Ich sehe schon kommen, Leute. Ich sehe schon kommen, dass wir das Spiel dann von vorne beginnen müssen. Ich sehe es echt schon kommen und das... Bohnen! Stirbt doch jetzt. Seid ihr... Habt ihr es geschafft? Jetzt lasst mich mal das hier übernehmen. Boah, Leute, wieso kommen? Das ist doch nicht normal, oder? Das kann nicht richtig sein, dass hier so viele kommen. Wenn ich nicht mal einen einzelnen Zauber richtig aussprechen kann, ohne dass die Dinger hier... Das Spiel ist einfach komplett todesverbuggt und einfach komplett lost. Und nicht dieses angenehme Lost, sondern dieses ich raste gleich komplett aus lost. Komm jetzt, du Drecksplattform. Ja, ja, ja! Wow. Das ist ja der... Ach, das ist nicht mal der richtige Zuweg. Wir müssen da erstmal hinten rum. Okay, 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 okay. Das kriegen wir hin. Wir müssen mal eben hier ein bisschen freiräumen. Alle weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Schöne Birdiebots Bohnen. Einmal durchlassen. Dankeschön. So, Hermine, dann regel das jetzt mal hier bitte. Weil sonst wird das hier eine ganz schwere Geschichte. Ja, das ist toll. Wir werden alle die ganze Zeit gestochen. Sei froh, dass wir nicht allergisch sind. Sonst wären wir nämlich alle schon tot. So, warte mal, ist da unten? Ja, das Wappen kriegen wir noch nicht. Okay. Jetzt geh kaputt, du blödes Sieb. Mann, hier sind überall Wappen. Ich sehe sie überall an jeder Stelle, aber ich krieg kein einziges davon. Geht jetzt alle weg hier. So, schön, danke. Endlich. Es ist zum Ausrasten, es ist zum Mäusemelken, es ist zum... Ah, ich, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit jedem Let's Play, was ich... Also mit jeder Folge, die ich hiervon aufnehme, ein Jahr weniger Lebenserwartung habe. Das ist nicht gut, glaube ich. Weil das ist jetzt hier schon Folge 13 oder so. Das sind ganz schön viele Jahre, die ich dadurch verliere. So. Das Ding müssen wir auch irgendwie. Was ist damit? Ah, ne, die können wir kaputt machen, ne? Mit dem Kessel. Ja, genau. Das können wir mit dem Kessel kaputt machen. Wenn wir den jetzt hochheben, dann einmal dagegen schmettern. Genau. Also in anderen Leveln hat das Mini-Wappen gegeben. Just saying. Warum gibt es hier keine Mini-Wappen? Vielleicht gibt es jetzt Mini-Wappen auch nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann ist das halt echt. Ja, warte, aber ich will da eigentlich noch nicht weiter, weil guck mal, wir kommen da auf... Also da waren so viele Wappen. Geht mir aus dem... Ich weiß, Leute, es gerade... Warte, ich mache... Oh, oh. Es ist, ja. Toll. Schön. Das ist, ich werde jetzt einfach nur durchrushen und verstehe immer noch nicht, warum da keine Pflanze ist.
Wir müssen jetzt eben dieses... Immerhin wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Aber habe ich jetzt auch nur noch ein Leben? Und ich wette, sie sind ziemlich spitz, was? Du bist richtig spitz, Ron. Okay, ich weiß nicht, ob ich das gerade geil finde. Leute, ich hasse dieses Spiel, Leute. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt nur betonen soll. Die Steuerung ist komplett für den Jordan. Ah, die haben auch die Waffen zurückgesetzt. Ja, klasse, toll, wundervoll. Die haben alles zurückgesetzt, die Pimpfnasen. Aber habe ich jetzt wieder null Schokofrösche oder wie ist denn das jetzt? Ich verstehe das nicht so ganz. Und wie komme ich da oben hin? Ich könnte mir... Warte mal, bin ich gerade auf die Wurzel? Ich bin gerade auf die Wurzel geklettert. War das ein Zeichen dafür, dass man so da hochkommt? Hallo? Sah mir gerade irgendwie aus wie etwas, was man tun sollte. Oder auch nicht? Hallo? Kommt man hier irgendwie hoch, liebes Spiel? Vielleicht hier so? Ja, man kann da so ein bisschen hochklettern, aber halt nicht richtig so. Und, oder wenn doch, dann ist die Steuerung wieder schuld, weil die ist einfach wieder komplett lost. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ihr merkt meine krasse Motivation, oder? Ja, Blüten wachsen lassen. Das ist eine tolle Idee, Ron. Wundervoll. Oh, ein Schokofrosch. Oh, ich starte mit 3, aber habe jetzt noch einen 4. Okay. Das wäre jetzt auch echt scheiße, wenn ich wieder nur mit 0 anfangen würde. Helft mir mal. Ganz ehrlich, es kann keinen Menschen geben, der dieses Spiel geil findet. Es ist einfach nur frustrierend, nervig. Und vor allem wegen den beiden, dass die ständig, also dass ich auch noch auf die angewiesen bin. Ich meine, wenn die mitlaufen würden einfach nur, ne, dann mir egal, dann sollen sie machen, wie sie es wollen. Das ist mir eigentlich Latte, aber dadurch, dass ich teilweise auf die angewiesen bin und Dinge nicht weitermachen kann, weil die, ja, nicht in die Pötte kommen oder den Zauber nicht richtig anwenden oder so, das ist ätzend, genauso wie die Spawnrate teilweise von den Viechern hier. Weil die können mir da nicht erzählen, dass ich keinen richtigen Zauber wirken kann, weil mir die ganze Zeit irgendwelche Dinge auf den Leib rücken. Das ist ja nicht normal. Also glaube ich zumindest, dass es nicht normal ist. Ich würde das jetzt zumindest nicht als normal definieren. Es ist wirklich heiß hier. Ja, das ist toll, Ron. Das haben Gewächshäuser nur. Ja, schön. Hauptsache, wir lassen sie nicht zu Ende reden. Ja, wir wissen, dass das nervige Viecher sind. So. Geh kaputt, danke. Warum versuchen wir nicht, die Seerosenblätter zu öffnen? Ja, das versuche ich gerade, Harry, falls du es nicht gesehen hast. Zumindest wissen wir jetzt auch, wo ich direkt lang muss. Und dann sparen wir uns irgendwelche dummen Umwege. So. Mini-Wappen lasse ich jetzt auch erstmal sein. Ich will nur einmal das Level durchkriegen. Weil ich glaube, das müssen wir ja sowieso. Und dadurch kriegen wir auch noch ein Wappen. Generell, glaube ich. Weil man das Level abschließt, kriegt man ja automatisch eins. Und 3 Stück, die uns dann noch fehlen, um zur zweiten Aufgabe zu kommen, kriege ich durch die alten Aufgaben, wo ich genau weiß, wo man da ein Wappen bekommt, beziehungsweise wo es sehr einleuchtend war. Wo uns aber dieser eine Zauberspruch halt einfach gefehlt hat. So, da muss ich jetzt kurz warten, bis die Pflanze wiederkommt, dass ich diese Giftpilze da beseitigen kann. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Okay, alles klar. Dann müssen wir jetzt hier rüber. So. Leute, tötet das Vieh. Dankeschön. So, Hermina, bitte einmal rübergehen. Aha. Die Geschwülste platzen auf, genau. Ja. Genau, kapere Traktum und jetzt einmal runter damit. So, sehr schön. Und zurück. Wie gesagt, Leute, ich sammle das jetzt hier alles nicht ein. Wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf. Okay, so, nochmal dieses Seerosenblatt.
Und dieses. Okay, das haben wir auch geschafft. Alles klar. So, jetzt müssen wir hier einmal rüber. Und dann sind wir gleich wieder fast an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Nee, da müssen wir auch nochmal gegen dieses Riesenvieh ankämpfen, ne? Ja, zumindest weiß ich jetzt, wie es geht. Also, dass wir es richtig gemacht haben. Wir müssen eigentlich die ganze Zeit nur den löschen und abschießen. Löschen und abschießen, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Leute, rettet Hermine doch mal bitte. So. Oh, nein, nein, nein. Vorsicht. Hermine, pass auf. Ja, ja, okay. Sehr gut. Schnell rüber. Okay. Und raus hier, schnell. Okay, das haben wir auch. Ah, das Gratiswappen nehme ich natürlich trotzdem mit, wenn es uns schon direkt so bereitwillig hingelegt wird. So, dann die Tür einmal, wo mir mal wieder nicht geholfen wird. Oh, das ging schon. Wow, Hermine, was ist denn jetzt los? Jetzt ist sie aber auf Zack hier. Hallo, Mister. So. Leute, sollen wir den mal so ein bisschen hochwerfen? Oh, okay, dann halt nicht. Oh, okay. Ah, warte. Jetzt werden die zurückgeschleudert. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Prinzip, glaube ich. Der muss gelöscht werden und dann, genau. Hä, ist da vorhin auch einer rausgekommen? Ja, wir haben vorhin auch gegen zwei gekämpft. Ja, doch, doch, doch. Alles. Ah, der ist sogar noch größer. Verfluchte Scheiße. Harry will anscheinend auch Steine auf den werfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Leute, macht ihr da irgendwas richtig oder eher nicht so? Oh. Ich sehe es schon kommen, Leute. Wir werden gleich wieder sterben. Oh, schnell. Nein, nein, nein. Oh. So, Leute. Schießt es ab. Schießt es ab. Ja, sehr schön. Es ist eingelaufen. Na, die Münzen holen wir uns schon hier. Die Bertie Bots Boni, die da rauskommen. Okay. Ja gut, Leute, dann müssen wir jetzt hier nur noch das Feuer löschen. Dann haben wir das jetzt gerade in Rekordzeit einmal durchgezockt. Sehr gut. Und dann einmal hier durch. Okay, gut, gut, gut. Dann sind wir jetzt, glaube ich, ungefähr an der gleichen Stelle. Ah ja, gut, aber dann müssen wir auch erstmal das hier machen. Naja, wir laufen schnell durch. In der Hoffnung, dass wir schnell genug sind, dass die Viecher noch nicht auftauchen. Oh Gott, das habe ich zu früh gesagt. Oh Mann. Ja. Das stimmt. Es hat mich gestochen. Warte, wenn er betäubt ist, kann ich es vielleicht besser machen. Er ist ja ein bisschen beschäftigt jetzt. Ja. Okay. Schnell durch. Sehr gut. Und einmal hier rüber. Okay. Gut, jetzt geht's doch einigermaßen in Ordnung. Sehr gut. Und sehr gut. Okay, alles klar. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle wie eben. Mehr oder weniger. Noch einmal die Tür aufmachen. Und jetzt sind wir hier. Da haben wir noch... Ja, jetzt sind wir weiter als vorhin. Cool. Okay. Ja, stimmt, weil ich vorhin nochmal zurückgelaufen bin, ne? Das war das Problem. Ja, wir laufen jetzt straight durch. Wir laufen jetzt straight durch. Gar kein Nerv. Vorsicht, Hermine. Nicht reinlaufen. Was ist jetzt? Oh Gott. Hallo, Hermine, du sollst die wegkicken. Ich drücke auf C. Ne, jetzt habe ich... Hä? Die lassen sich nicht wegziehen. Okay, vielleicht muss ich einfach nur abschießen. Vielleicht lassen die sich nicht wegziehen.
Vielleicht muss ich göttliche Kräfte Ahoi machen. Nee, auch nicht. Nee, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Irgendwie buggt das wieder oder es ist irgendwas. Keine Ahnung. Das Gewächshaus ist ein Urwald. Ja, das Gewächshaus ist ein Urwald, das stimmt. Sprout mag ihre Pflanzen, das steht fest. Ja, das steht fest. Aber was ich mag, ist nicht dieses Spiel. Und ich will hier endlich raus. Und lasst mich doch endlich dieses Level hier beenden und nicht 3 Milliarden Plattformen hier aufbauen. Das ist unendlich nervig. Vor allem mit diesen komischen Riesenbienen. Leute, ich freue mich so sehr auf Hogwarts Legacy. Das glaubt ihr gar nicht. Ohne Witz, das glaubt ihr nicht. Warum waren da Luftballons? Was ist denn jetzt los? Okay, hinterfragen wir es besser nicht. Laufen einfach weiter im Text. Laufen einfach weiter im... Oh Gott! Ich habe jetzt verstanden, wie diese Plattformen funktionieren. Warum müssen die mich jedes Mal jetzt wieder solche Plattformen bauen lassen? Ron, helf mir oder ich bringe dich um. Ja, Glanzleistung. Cool. Und jetzt das Ding hier einmal schnell aktivieren. Kommt schon. Ja, sehr schön. Bitte lass das Level jetzt zu Ende sein. Ach, Mann. Ach, ja, genau. Ah, da oben ist das letzte Wappen. Leute, da oben ist das Abschlusswappen. Ich mach 10 Kreuze an dieses Level geschafft. Das ist das Schlimmste. Also, das Spiel an sich ist schon schlimm, aber in Sachen... Also, da sind die anderen Level ja noch echt Unterhaltung pur gegen... Oh. Oh-oh. Ich hoffe, dass die anderen beiden noch genug Leben haben, weil wenn die sterben, dann ist es wahrscheinlich auch zu Ende. Würde ich jetzt mal schätzen. Komm jetzt. Ja. Oh Gott, wie viele wollen denn jetzt hier noch kommen? Los. Nein, sind wir leider nicht, Ron. Sind wir leider nicht, aber Einbildung ist bestimmt auch eine Bildung in irgendeiner Welt. Ja, lasst euch stechen und ich gehe einfach weiter, dann haben wir es gleich geschafft, Mann. Großartig. Danke, meine Güte. Oh Mann, ey. Wie lange wollen die das Spiel jetzt noch mit uns spielen hier? So, komm, jetzt bin ich aber... Nein, das ist nicht großartig. Es ist weit davon entfernt, großartig zu sein. Großartig ist ja mir endlich dieses glitzernde Wappen da haben. Das Dianthuskraut. Das Dianthuskraut. Zerstöre den Brunnen mit den Kesseln. Alles klar. Okay, da ist noch ein kleines Wappen. Wingardium Leviosa. Professor Sprout wird nicht gerade begeistert sein. Das mag sein, ist mir aber relativ wumpe, weißt du, Hermine? Weißt du auch warum? Ich hoffe, Professor Sprout beherrscht Reparo. Weil dieses Spiel scheiße ist und ich einfach froh bin, wenn ich jetzt dieses dreckige Wappen bekomme. Es wird ein riesiges Chaos. Ja, ich hab's verstanden. Jetzt hört man nicht hier rum, Mann. Hermine bricht ja nur die Regeln. Die hat noch einige Joker. Oh, einige Joker offen. Entschuldigung, Ron. War Spaß. Sehr gut. Krieg ich jetzt das Wappen? Krieg ich jetzt das Wappen? Hallo? Was ist denn jetzt los? Und warum kommt so eine epische Musik in diesem Spiel? Die tragen jetzt aber auch ganz schön dick auf. Wie viele wollen jetzt eigentlich wieder kommen? Gibt es hier eine begrenzte Anzahl? Oder ist das jetzt wieder unendlich lang, bis ich mir überlege, ach, ich kann ja mal weggehen. Ja, sehr schön. Aber wo ist das Wappen von eben? Wingardium Leviosa. Noch mehr Bohnen. Ja, noch mehr Bohnen. Vielleicht ist das Wappen runtergefallen. Aua. Lasst mich durch. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Einfach durchlassen. Dankeschön.
Laufen die mir jetzt alle hinterher, die jetzt hier spawnen? Das wird gleich aber ganz schön heftig. Ist da unten das Wappen? Wir lassen es jetzt aber nicht da drin, oder? Das Wappen? Nein, Freunde. Will eigentlich... Ach so, jetzt geht's. Okay. Ja, wir kriegen das Wappen, Leute. Hey, ihr beiden, ihr könnt mir auch gerne helfen, aber ihr seid wahrscheinlich sehr beschäftigt, wie ich gerade sehe. Okay, meint ihr, das reicht schon, dass ich da durch kann? Doch, ich denke schon. Ah, ja, gut, wenn ich natürlich genau durchs Feuer laufe, nicht. Okay, nicht ganz. Warte, wir machen die anderen auch noch aus. Die paar Minuten nehmen wir uns jetzt auch noch. Vor allem das hier vorne, das nervt. Okay, jetzt, das sollte reichen. Oh Gott, Leute. Neue Gebiete verfügbar, Kräuterkunde. Ja, ich freue mich. Das ist ein toller Tag. Ja, Leute, damit haben wir diese glorreiche Aufgabe auch geschafft. Neue Karten erhalten, das ist traumhaft. Das freut mich sehr. Das ist schön und das ist toll und das... Ja, wir haben es geschafft. Wir haben zumindest ein großes Wappen bekommen. Dafür haben wir zwei Folgen hergegeben. Wunderbar. Dann gehen wir doch mal eben nochmal eben ganz kurz. Ich kann nicht mehr reden auf Sammelkarten und kaufen jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen was. Einfach weil darum. So, Bild, so, runter, Satz gesperrt. Hier haben wir das kaufen wir, Leertaste. Harry wirkt zwei Flüche gleichzeitig, dieser kann nicht zusammen mit anderen Fluchartkarten ausgerüstet werden, toll. Wow, da ist ein Bild von Cho drauf, was soll mir das denn sagen? Okay, naja gut. So, was haben wir hier? Oh, 350, das hätte ich mir jetzt gerne, verteilt sich um mehrere. Okay, ja, das geht leider nicht, da fehlen uns leider ein paar. Dann nehmen wir uns hier die Freundschaftskarte. Ach so, der stimmt, die brauchen wir ja eh nochmal. Sehr gut. So, und dann haben wir hier noch ein paar Karten, die gönnen wir uns auch mal eben, auch wenn ich gar nicht weiß, was die bringen. So, genau, sehr schön. So, jetzt haben wir noch 45, dann gönnen wir uns die hier nochmal eben. Sehr gut, und damit haben wir Harry nochmal ein bisschen weiter aufgerüstet oder beziehungsweise neue Karten gekauft. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal eben bei Hermine. Haben wir hier auch so eine ultra teure Karte? Ich will so eine ultra teure Karte kaufen für sie. Ah, gibt's aber leider nicht. Okay, dann kaufen wir die hier einmal. Dann kaufen wir die hier einmal für sie. Ja, Magicus Extremus wirkt länger, das ist gut. Dann kaufen wir, oh ja, 150, dann Doppelfluch, sehr schön. So. Und, ja, eigentlich können wir alle für sie kaufen, ich meine, sie hat genug. So. Aber ich kann halt nicht immer alle gleichzeitig einsetzen, ne? Nur die, die ich auswähle. Das macht's ein bisschen blöd, muss ich sagen. Weil, ja, ist eigentlich egal, wie viel ich jetzt kaufe. Ich kann eh immer nur eine bestimmte Anzahl nutzen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber wahrscheinlich habe ich es nicht richtig verstanden. Bei dem Spiel werde ich wahrscheinlich vieles nicht richtig verstehen. Aber ich muss auch leider sagen, Leute, da fehlt mir der Elan, das zu ändern. To be honest. Was soll ich euch vormachen? Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von dem Spiel, wie man eventuell, aber auch nur ganz eventuell gemerkt haben könnte. So. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch, oh, eine 200er Karte. So. Okay, 91 haben wir noch. Dann nehmen wir noch die hier. Sehr gut. Und dann nehmen wir noch die hier. Und dann haben wir jetzt nur 21. Ja, dann gönnen wir uns hier unten hier noch für 20. Perfekt, so. Okay, Leute, damit haben wir das auch geschafft. Haben wir die nochmal aufgewertet. Ja, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war und ihr wahrscheinlich viele Facepalm-Momente hattet, aber wir haben es immerhin hingekriegt und in den nächsten Folgen werden wir uns die Wappen schnappen, wo ich eh schon weiß, wo die sind, um dann endlich zur zweiten Aufgabe des Trimagischen Turniers zu kommen, weil dann haben wir schon zwei von drei Aufgaben geschafft und das ist gut, weil das gut ist. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann. Tschüss!